Bundesliga Platz 1 versus Platz 2. Leverkusen hat heute viel zu verlieren. Bayern muss gewinnen, um Leverkusen weiter eng zu verfolgen. Aber ich frage heute mal, was eigentlich keinen interessiert. Wie sieht's mit dem Essen aus? In beiden Stadien gibt's eine große Auswahl an Essen. Und trinken kann man auch ganz gut. Was du, und das macht. Ich mag Bayern. Heute mal abseits von dem, was auf dem Platz passiert, schauen wir, wer mehr mit dem Essen und mit dem Bier überzeugen kann. Von fragwürdigen Pizzen. Das kann doch nicht sein. Ich kann nicht bewerten, das ist scheiße. Bis zur klassischen Stadionwurst. Also das ist wirklich geisteskrank mit Sinn. Aber erstmal spulen wir zurück. Matchday. Was macht man vor dem Spiel? Stößchen! Laufen! Und in Leverkusen? Schaut mal, Leute, das Stadion ist einfach mitten in der Stadt und die haben einfach einen McDonald's direkt hier vorne. Direkt vor der Tür. Digga, du fährst quasi an der Straße am Stadioneingang vorbei. Das habe ich auch selten gesehen. So, wir haben jetzt nur eine halbe Stunde, bis wir rein dürfen, Freunde. Das ist wirklich unglaublich. Weit und breit. Ich weiß nicht, ob es ist, weil jetzt noch 2,5 Stunden bis zum Anpfiff ist. Aber hier ist kein Bierstand überall. Ich will gern Bier trinken. Hier ist gar nichts. Hier ist Zero. Ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht, weil es einfach kein Bier hier außerhalb, überhalb, überhaupt irgendwo Getränke gibt. Nix. Das können die doch nicht machen. Kein Getränkestand außerhalb des Stadions. In Leverkusen gab es dann immerhin einen Wurststand hinter Stadion. Reiner Genuss, Spezialitäten vom Holzkohlegrill. Dankeschön. Ebenso. Delicious, Baby. Gutes Spiel halt, Freunde. Und so langsam kriege ich auch Durst. Wir haben es noch 2,5 Stunden vor Spielbeginn. Wir sind saufrüh heute und wir dachten, wir stehen im Stau, aber hier war irgendwie nichts los. In dem Sinne. Boah, ist die würzig. Alter, ist die würzig. Da sind so viele Kräuter drin. Also die Wurst ist richtig geil. Ist extrem würzig. Freddy meint gerade schon, da kriegt man richtig Durst von. Machen nicht schlau, aber schmeckt richtig gut. Ganz anders als im Stadion, ist ja auch viel fetter. Die Wurst kriegt von mir eine souveräne 7 von 10. Dann bleiben wir lieber in Bayern beim Bier, Freunde. Hi, kann ich mit Karte zahlen bei euch? Ja. Geil, dann nehme ich ein Bier. Dankeschön. Das sind die Becher. Also wir trinken Paulaner, 5,50 Euro. Normaler Preis, würde ich sagen. Das ist so krass. Paulaner schmeckt so 100% komplett anders als andere Biere, die man sonst trinkt. So ein bisschen weicher, finde ich einfach. Es geht so fast schon in die Weizenrichtung vom Geschmack. Find's aber lecker. Drinnen im Stadion haben beide dann natürlich klassisch mehrere Stände, um Essen und Getränke zu holen. Aber in München gibt's eine Bar im Stadion. Da sind wir. Und wisst ihr, was ich jetzt gerade suche? Also das ist echt mehr oder weniger verrückt, das habe ich noch nie gesehen. Es ist wie so eine große, riesige Bar mitten im Stadion, voller Bayern-Fans, voller Essen. Deswegen machen die vielleicht auch so früh auf. Du kannst jetzt entspannt noch die 15:30-Spiele theoretisch reinfetzen, was ich echt asozial feier. Und da kannst du nichts gegen machen. Ich glaube, wenn es hier, also man weiß, wie lange die hier danach noch offen haben. Aber ich glaube, wenn hier ein bisschen was getrunken wird, dann ist hier eine halbe Oktoberfeststimmung. Das ist schon ganz schön verrückt. Die Schlangen sind ziemlich lang. Ich werde mich trotzdem anstellen, weil wir haben es ja noch so lange. Und werde mir hier eine Sache auf jeden Fall zu essen holen. Ein Bierchen und dann, ja, schauen wir mal, wie das hier drin ist. Ich hätte gern einmal die rote Wurst mit Pommes, genau. Und eine Riesenbrezel. Also hier ist wirklich die Hölle los. Ich finde es assegal. Es ist schwer hier zu filmen. Wenn ich jemanden stören will natürlich, aber wir probieren direkt mal die Pommes. Mit Mayo. Mayo ist geil. Mayo schmeckt richtig schön mayo-mäßig. Die Pommes brauchen mehr Salz auf jeden Fall. Ansonsten sind die okay. Aber nichts Großartiges. Ganz ehrlich, bis Stadion sind die okay. Da habe ich schon viel, viel schlechtere gegessen. 6 von 10. Die rote Wurst wurde mir empfohlen. Deswegen wird sie sich jetzt hier einverleiben. Dann schauen wir mal rein. Die rote Wurst. Die hat so rotes Zeug drin, ne? Die hat so ein bisschen sowas Grobes innen drin. Ich bin gespannt. Oha! Wie so gar nicht, wie man sich eine Wurst vorstellt, die ist so voll fest innen. Ich kann es leider gar nicht beurteilen. Nach was das schmeckt, das habe ich so von der Wurst noch nie gegessen.
die hat gar keinen Knack so. Das ist wie so, ich kann es gar nicht beurteilen. Noch nie so eine Wurst gegessen. Die hat keinen Knack einfach so. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Dabei ist sie aber sehr, sehr stark im Geschmack. Jetzt nach zwei Bissen merke ich schon, wie mich dieses Ding im Hals liegt. Mann, Alter, wie dumm kann man denn labern? Mit Senf machen. Ist okay, sie holt mich nicht brutal ab, dann lieber so eine knackige Krakauer oder eine klassische Rostbratwurst. Was geil wäre, eine Weißwurst hier natürlich, aber da wurde ich schon aufgeklärt, das isst man nur bis 12 Uhr. Die ist aber auch nicht wabbelig oder so, also die ist so fest, hart, kann man aber locker durchbeißen, ist aber halt einfach nicht so knackig. Und als nächstes haben wir, was ich mir holen sollte, die Riesenbrezel. Die ist größer als meine Zukunft. Wäre richtig geil, wenn die mit Butter belegt wäre. Aber das Ding ist halt wirklich riesig. Ansonsten schön viel dickes Salz drauf. Feier ich. Aber wer soll so ein ganzes Ding aufessen, ohne danach Durst auf 6 Bier zu haben? Ansonsten, ja, bisschen fester, nicht ganz so fluffig. Da macht man nichts falsch. Der wichtigste Teil der Brezel wird jetzt probiert. Das ist zu 100% der wichtigste Teil der Brezel. Weil ich sie ein bisschen zu fest finde, kriegt die Brezel von mir auch eine 6 und die Wurst eine 5. Ich hoffe, die haben draußen noch mehr Geist. So, wieder nach Leverkusen. Sowas wie eine Bar gibt's hier nicht. Aber wir werfen später auch noch einen Blick in die größte VIP-Loge, in der ich jemals war. Und in der Zeit gibt's Kölschbild. Hier gibt es einfach Kölsch. Und ihr wisst, was mit dem ersten Kölsch passiert. Ist eigentlich mein drittes, aber on camera das erste in dem Sinne. Grüße an Tom, meinen Kater, der wird stolz auf mich sein. Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Zeit hier jetzt mal das erste Meal zu testen. Ne, wir fangen nicht bei diesem komischen Burger an. Aber... So, meine, die Currywurst mit Pommes als erstes. Die Pommes. Meine Ecke ist mit viel Gewürz, sind die ganz geil. Ansonsten sind die halt voll dünn. Dadurch werden die so schnell kalt, deswegen muss man auf jeden Fall schnell essen. Die sind okay. Kein Game Changer, ich bin sehr auf die Wurst gespannt. Weil die sehen echt nicht schlecht aus. Die sehen echt nicht schlecht aus. Also die ist auf jeden Fall besser als zum Beispiel die in Dortmund. Um Längen, weil die nicht so schwimmt. Sind ein bisschen größere Stücke. Die kommt schon echt an die Berliner ran. Also ich glaube, das ist nach Hertha bisher die beste Currywurst, die ich gegessen habe. Die ist echt lecker. Also auch wenn dieses Stück zum Beispiel riesig ist. That's what she said. Es ist echt lecker. Ein bisschen mehr Currysoße könnte es vertragen. Ich weiß nicht genau, was für eine Art Wurst es ist, weil die soll ja hier im Westen ein bisschen anders sein als in Berlin. Currywurst eine 7, die Pommes eine 5. Kann man arbeiten. Also Freunde, ich muss nochmal zurücknehmen. Die Currywurst war doch eher eine 6, würde ich sagen. Die war zwar gut, aber die hat keine 7 leider verdient. Muss ich mich ein bisschen zurücknehmen. Die Allianz Arena hat so viel Auswahl, ich konnte mich heute kaum entscheiden, was es als nächstes gibt. Von Hotdog bis Wurst bis Schnitzel bis Brezel. Alles. Und wie es kommen musste, habe ich eine Fehlentscheidung getroffen. Also bisher nehmen sich wirklich beide Teams nichts. Das Einzige, was ich mir jetzt nehme, ist ein neues Bier und eine Pizza. Ich bin 10.000 Treppen gelaufen. Ich bin tot. Ich kann nicht mehr. Man muss so weit laufen, um wieder hochzukommen. Die Pizza habe ich gerade automatisch abtrainiert. Und zwar genau diese Pizza hier. Und ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen Angst vor der Pizza. Pizza, Schinken habe ich gekauft. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das kann sein, dass gerade ein Tor gefallen ist. Aber dass die Pizza kalt ist, das ist scheiße, Digga. Das ist richtig scheiße. Man kann doch nicht im Stadion Essen anbieten und es dann kalt. Wirklich, das ist... Das schwer, das warm zu halten, ist einer der leichtesten Dinge. Die Pizza ist kalt. Ich kann die nicht bewerten, die ist scheiße. Die schmeckt nach nichts, die ist kalt und kacke. 2 von 10. Tut mir leid. Ich habe fertig. Pizza hatte an sich Potenzial. Am Ende wurde einfach nur Oregano ein bisschen drüber geknallt und leider kalt übergeben. Ey, Essen kann ja so, ist ja Geschmackssache so. Aber wenn es kalt ist, ist es kalt. Und das ist halt, ist voll schade, finde ich einfach so. So, dann esse ich lieber etwas, was nicht so geil schmeckt. Dafür ist es warm. Anstatt eine kalte Pizza. Eine kalte Pizza kannst du am Tag nach dem Saufen trinken.
essen. So wie ich morgen. In Leverkusen sollte das nächste Essen auf jeden Fall lieber nicht warm sein. Hallo, habt ihr Bulgursalat hier? Ja. Wunderbar, dann nehme ich einmal. Wunderbar, Freunde, beim nächsten Stand. Hier hinter mir habe ich Bulgursalat bekommen in so einer Verpackung. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt. Sieht nicht schlecht aus. Einfach mal rein da mit Soße, Bulgur und Falafel. Es sieht richtig weich aus. Also auch der Falafel will wahrscheinlich knusprig sein, aber da scheinen noch Erbsen drin zu sein, Zwiebeln, Paprika, Pinienkerne. Muss noch mal eins nehmen ohne Falafel. Also der Salat an sich ist cool. Er ist so kalt, dass mir die Zähne fast rausfallen. Schmeckt aber lecker. Könnte für mich ein bisschen mehr gewürzt sein. Falafel ist ganz großer Quatsch mit Soße. Die ist so weich, aufgeweicht. Also der Salat ohne Falafel, den fände ich auf jeden Fall geiler. Ist aber nichts, was ich jetzt im Stadion wirklich essen würde. Aber klar, für die Leute, die jetzt kein Fleisch essen und sowas mögen, ist es vielleicht was. Kriegt aber von mir trotzdem nicht mehr als eine 6 von 10 leider. So, schauen wir in die VIP-Loge rein, Freunde. Eigentlich sind das zwei VIP-Logen zusammengesetzt zu einer. Buffet, Süßigkeiten, Bedienung am Platz, endlos Bier. Oh, Freunde, und hier drin haben wir Käse, wir haben Kuchen. Davon werde ich mir jetzt auch was einverleiben. Und wir haben draußen noch angeblich Currywurst, aber ich probiere jetzt mal ganz kurz den Käse hier. Mit Mousse, mit Traube. Ich gebe ihm alles. Das ist geil. Ich fühle mich wie auf so einer Hochzeit um 5 Uhr morgens und baller mir erstmal Käseplatte rein. Also geil. Das ist übrigens der Außenbereich. Hier kommt man aus der VIP-Area raus und da vorne sollen wir angeblich einen eigenen Currywurststand haben. Oh, und da sehe ich ihn schon. Und die Schlange ist nicht gerade klein. Kannst du mir einmal alles reinknallen? Ja. Passend zum 4-0 gibt es jetzt eine süße Tüte. Wie 4 süße Tüten für Union. Dankeschön. Oh, geil. Oh. Baby. Kommen wir zum besten Essen meiner Meinung nach in der Allianz Arena. Dem Schnitzel im Semmel. Hallo, ist das Schnitzelsemmel warm oder kalt? Uiuiuiuiuiuiuiui. Sie hat gesagt, es ist warm. We will see what we will get in the game of the end of the day. Of the, on the way, on the what, on the way. Ganz ehrlich, das sieht geil aus. Ich bin mir nicht sicher, wie es für euch aussieht. Für mich sieht es geil aus. Es ist geil frisch frittiert. Brötchen sieht sogar okay aus. Es riecht gut. 5,50 €. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Vielleicht, wenn das Licht von da kommt, ein bisschen mehr. Here you can see what we will get from the food and the eat. Ohne was, ich habe nichts drauf gemacht. Ich will einfach wissen, was es ist. Ich habe wirklich wenig Ansprüche beim Schnitzel. Für mich muss ein Schnitzel dreckig sein. Und es sieht dreckig aus und knusprig aus. Ja, Ganas. Oh ja. Es ist endlich warm. Es ist knusprig. Es ist dreckig. Es ist geil. Ich mache mir da noch Ketchup drauf und dann ist es pep. Perfekt. Das Brötchen trotzdem wieder ein kleines bisschen. Nicht ganz so knackig, wie es aussieht. Es ist so ein Kaiserbrötchen. Man kann damit arbeiten. Ich hatte schon schlechtere, ich hatte auf jeden Fall schon bessere. Ich glaube, ihr erkennt absolut nichts, weil das Licht hier absolut scheiße ist. Ne? Wunderbar. Ansonsten gebe ich diesem Schnitzelbrötchen. Das ist bisher auf jeden Fall das Beste, was ich bisher in einem Stadion gegessen habe. Für Stadionessen eine souveräne 8,5 von 10. Das ist heute auch das Beste, was ich bisher gegessen habe. Und das werde ich richtig genießen. Guck mal, da kannst du auch richtig die Panade abziehen. Das ist so eine Panade, das schmeckt so, als ob wir so gerade Fischstäbchen essen. Und Fischstäbchen-Panade ist grandios, sind wir ehrlich. Und zum Abschluss zeige ich euch von beiden Vereinen nochmal die zwei bodenlosesten Mahlzeiten des Tages. Ich habe euch ja vorhin schon mal diesen Burger gezeigt, aber es wird danach noch schlimmer. Boah, Freunde, Glück gehabt. Es gab noch genau einen Burger, der allerletzte an dem Stand. Das ist der Burger und ich dachte gerade, der riecht voll nach Big Mac. Aber ich glaube, es liegt an dem McDonald's da draußen. Der sieht aber trotzdem, ja, ich würde nicht sagen, gut aus. Der sieht okay aus. Ich würde sagen, ohne jetzt zu urteilen, probieren wir mal. In dem Sinne, ne? Damit kann man arbeiten. Es ist kein abgefuckter, geiler Stadionburger. Der in Leverkusen war ein bisschen besser, um es jetzt mal zu vergleichen für euch. Der ist aber nicht mehr als eine 6 von 10. Ich habe es leider nicht geschafft, heute ganz so viel zu testen. Hier gibt es aber noch verrückte Sachen, wie ihr jemals seht, eingeblendet. Das gibt es alles im Stadion, wenn ihr herkommt. Ich würde sagen, für mich war das Beste die Currywurst, aber
Ich glaube, die Wurst außerhalb des Stadions war am besten. Ich habe an sich die Stadionwurst heute das erste Mal nicht probiert, weil ich draußen schon eine gegessen habe. Aber schaut mal hinten, ich glaube, das war bei der Nordkurve hinten bei den Trainingsplätzen. Da gab es andere Wurst außerhalb, die war ganz geil. Der Burger ist okay, man kann ihn essen, so für einen Stadionburger ist er gut. Der in Leipzig war ein bisschen besser, aber ich glaube, wenn ihr ja hier seid und ihr habt danach Hunger, da drüben ist ein Megas. Und in München, sie nannten es einen Hotdog. Hallo, ich hätte gern einen Hotdog spicy. Alter, ist das bodenlos. Das ist ein Hotdog in einem Brot mit Jalapenos. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Teil. Wir probieren es einfach. Gib ihm. Erstes Feeling beim Reinbeißen, eine Pizza. Irgendwie. Dann kommt die Schärfe. Die Wurst ist okay. Irgendwas Gelbes haben wir hier doch noch mit drin. Aber irgendwie weiß ich nicht. Es schmeckt nicht schlecht. Aber das hat nichts mit dem Hotdog zu tun. Nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Geschmacklich, schmeckt so nach Schärfe, sonst nach nichts. Kein geiler, also Hotdog auf keinen Fall. 4 von 10. Beide Stadien haben auf jeden Fall eine solide Auswahl an Essen. Aber manchmal ist dann doch weniger mehr. Für mich gewinnt heute keiner. Denn beide waren nicht grandios, beide nicht mega schlecht. Die Wurst vor dem Stadion in Leverkusen war auf jeden Fall der Gewinner. Und in München das Semmelbrötchen mit Schnitzel. In München hast du mehr Auswahl, aber das ist auch nicht immer so das Gelbe vom Ei. Ich würde sagen, in München kannst du auf jeden Fall einen ausgewogeneren Matchday verbringen, wenn man das so sagen kann. Aber wenn ihr mal dort seid, schickt mir gerne auf Insta Fotos von dem, was ihr dort esst. Oder auch mal, wenn es was Neues gibt, schickt's mir und ich teste es vielleicht mal. In dem Sinne, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, meine Freunde. Tschüss.